Hallo und willkommen zu einem Unboxing-Spezial. Diesmal gibt es eine Art Team-Unboxing mit mir und dem Bürgermeister. So, auch von mir herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zusammen haben wir einen tollen Deal gemacht, einen Transformers-Deal. Doch bevor wir gemeinsam, ich und der Bürgermeister zusammen, dieses Päckchen sozusagen auspacken und kommentieren, ja, lieber Bürgermeister, erzähl mir doch, wie ist es denn zu diesem Deal gekommen? Ja, mich hatte ein Sammelkollege angeschrieben, den ich über eBay Kleinanzeigen kennengelernt habe. Wir haben irgendwann auch mal Nummern ausgetauscht, weil ich doch das ein oder andere Mal einen Deal mit ihm hatte. So wie auch jetzt. Er hatte mir ein paar Bilder geschickt von ein paar Transformers-Figuren und fragte, ob ich Interesse habe. Mir war der Preis alleine aber ein bisschen zu hoch. So hatte ich den guten Sascha, hatte ich dich ja mit gefragt, ob du da auch dran Interesse hast. Ja, im Endeffekt haben wir uns das Paket ja zusammen gekauft. Ja, und was da Schönes drin ist, seht ihr natürlich jetzt. Jetzt aber genug der Vorrede. Jetzt geht's ans gemeinsame Unboxing. Ja, okay, dann lass uns einfach beginnen. Das zeigt das erste wunderschöne Stück aus unserem geilen Paket. Ja, ich denke mal, wir fangen dann mal an mit einem der Hauptcharaktere, ne? Ja, Power Master Optimus Prime. Ach, ist immer noch geil. Ja, war mein erster echter Original Prime, den ich mir gekauft habe damals. Ich habe ihn ja original gehabt, oder ich habe ihn immer noch. Denn den G1 Optimus Prime habe ich vom Flohmarkt original. Sogar mit Box damals gekauft in den 80er Jahren. Wahnsinn, ne? Und ich war so blöd, die Boxen zu zerschneiden von beiden. Ja, früher hat man anders, ist man anders damit umgegangen. Heute beißt man sich in den Hintern, ne? Ja, mächtig. Ein paar Verfärbungen sehe ich. Ja, Verfärbung hatte, aber die Räder sind Gott sei Dank alle vier dran, die brechen ja auch gerne ab und auch hier oben die Teile, ich weiß nicht, da siehst du ja, die Auspuffrohre, ne? Ja. Nö, aber sonst, mit der Vergilbung geht das eigentlich, ja. Ja, das ist eine Alterserscheinung, da kannst du manchmal machen, was du willst, ne, bei einigen Sachen. Da kannst du, brauchst du auch manchmal nicht Sonne aussetzen. War HiQ auch richtig cool. Genau, ist auch passend dabei und auch, ich meine, die Anbauteile, die sind, ich habe hier gerade eben die Tüte aufgemacht, ne, die Anbauteile sind alle hier. Das heißt, so richtig durch, muss noch sortiert werden. Ja, genau, ich hatte jetzt gedacht, lass das möglichst so wie, dass wir jetzt wirklich hier unboxen können. Ja. Ein paar Sachen sind jetzt auch noch eingepackt hier in so braunen Karton. Du meinst Überraschungspaketen? Ja, genau, genau. Ja, dann mach weiter. Was haben wir noch Schönes da als Nächstes? Ich meine, ich weiß zwar vom Gesamtbild, aber es ist ja auch überraschend, was man jetzt in die Hand hält, ob es wirklich so aussieht wie auf dem Foto. Oder ob es nicht doch ein Ziegelstein dazwischen ist. Ah, das sieht richtig gut aus. Das ist von Starscream. Jetzt gucke ich mal kurz, dass ich den Namen nochmal... Ja, das sieht gut aus. Hat die Bomben sogar da drunter, ne? Gepackt. Genau. Na? Nicht schlecht. Dass beide sogar dabei sind, das ist ja auch nicht immer dabei. Die gehen ja auch gerne verloren. Ja, jetzt ist ja auch gerade eine runtergefallen. Ja, sag ich ja gerade. Der Turbojet mit der Starscream dazu gehört. Tja. Ja, dann auf der Unterseite. Also Oberseite geht, aber du siehst hier. Siehst du auch Verfärbung, ne? Da und da. Aber ganz schön massiv, ne? Von ja. Unten. Unten, ja. Oben geht das, ja. Ja, eigentlich. Ja, an der Seite hat er auch. Ja, der muss in der Kiste gelegen haben, auf dem Dachboden oder so. Offen. So wirkt das fast. So, kommen wir zum nächsten. Ach, einer der exklusiven G1-Teile. Die ja. Wir nur in Europa hatten. So. Hier hatte ich ja auf dem Bild, als wir den gekauft hatten, schon gesehen, dass hier die Teile fehlen. Ne? Da sind normalerweise noch diese Kugeln dran. Sind die abgebrochen? Ja, die sind abgebrochen.
Ja, das ist schade. Warte mal, wie hieß das Teil hier? Das ist der 4VD All-Terrain Vehicle. Ja. Gehört zu den Action-Master, ne? Mhm. Aber trotzdem selten zu finden, ne? Also das ist so, ja, muss man dazu sagen. Richtig cool. Ja, sieht auch so von den Farben ganz interessant aus, ne? Dieses Gelb, Rot, Blau. Ja, es ist so typisch 80er, ne? Irgendwo farblich. Aber echt cool. So, das Fahrzeug habe ich auf jeden Fall in der Box auch, ne? Mit Karton bei mir in der Sammlung. Ja, auch da, die Kanone, der sieht nicht schlecht aus. Das wollte ich auch sagen. Also der sieht vom Zustand her auch richtig gut aus. Auch die Scheibe, als wenn die nicht bespielt, wenn das nicht bespielt wurde, ne? Also ziemlich kratzfrei. Ne, die sind wie neu. Auch sehr interessant. Mhm. Ja, manchmal ist das so, dass einige Figuren häufiger bespielt werden, ne? Ja. Ja, die Pistole. So. Wann sind denn so die Action Master erschienen? Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, die Action Master, die sind ja so zwischen 1990 und 92 erschienen. So einige der letzten, ja, wie soll man sagen, Serien von Transformers. Man wollte weg eigentlich. 1990 sind die erschienen, ganz genau gesagt. Aber es ist eben halt so ein Wechsel gewesen. Hasbro wollte weg von den Transformers-Figuren, weil die sehr teuer geworden sind. Also dieses Verwandeln und so weiter, und war der Ansicht, dass es besser funktioniert, so dieses G.I. Joe-Prinzip. Im Endeffekt sind diese Action Master ja auch aufgebaut wie eine G.I. Joe-Figur. Unten zwar mit zwei, die sind die Beine mit zwei Metallteilen gehalten, haben aber so einen Gummiring im Innern, der auch reißen kann. Ich hol jetzt einfach mal einen Action Master raus, damit die Leute das nochmal sehen, ne? Ja, genau. Ne? So. Die Figuren sind wirklich wie Action-Figuren, ganz simpel, eigentlich ein bisschen mehr wie Star Wars-Figuren, weil im Endeffekt die Beweglichkeit ist wirklich rudimentär. Ne? Man kann hier die Füße knicken und so ein bisschen, damit man sie eben halt in ein Fahrzeug setzen kann, aber das war's eben, ne? Ja. Und Marvel hat das dann unterstützt, indem sie in den Marvel Comics zum Ende hin auch ihre Transformationsfähigkeit verloren haben. Das haben sie aber, um mehr Stärke zu gewinnen, so haben sie es verkauft. Und das Konzept kam aber in Amerika zum Beispiel gar nicht gut an. Und gerade 1990 gab eine Phase, wo Transformers dann einfach in Amerika nicht mehr funktionierte. Und aufgrund dessen haben wir in Europa einige Spezialfiguren, die Amerika nie erreicht haben und dadurch teuer sind. Ne? Während es in Europa nämlich später alles anfing und dadurch erfolgreicher blieb. Genau, und ein paar von den Figuren haben wir ja auf dem Bild gesehen, sind hier ja tatsächlich bei, ne? Also, ja, das ist das Schöne dabei. Wie eben halt dieses Fahrzeug, ne? Genau, oder hauptsächlich hier die Action Master, ne? Sind ja sehr viele Action Master. Ja, glaube ich, der müsste jetzt auch zu dem Hubschrauber von eben gehören, ne? Ich schaue nochmal nach, weil ich bin da nicht in Action Master nicht hundertprozentig drin, da ich... Der gehört zu dem Helikopter, das ist Overrun. Genau, siehst du, dann haben wir den doch schon mal hier komplett. Mal schauen. Bei dem ist, glaube ich, auch sehr empfindlich bei dem Hubschrauber, dass der Rotor nicht gebrochen ist, ne? Der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ihn einklappen kann, oder ob er aus zwei Teilen besteht oder ob er ein komplettes X ist. Ja, können wir nachher nochmal gucken, ne? Wenn wir das Video abgedreht haben, werde ich die alle mal zusammensetzen und dann nochmal einzelne Bilder dir schicken. Genau, dann machen wir es so. Dann freuen sich die Leute, das am Ende des Videos nochmal einzeln in so einer Galerie sozusagen zu sehen. So, machen wir weiter? Ja, genau. Machen wir weiter. Was haben wir denn Schönes noch? Übrigens, was ich nochmal zu dem Power Master Optimus Prime sagen wollte, die heißen ja in Japan Godmaster. Und die japanische Figur von dem gleichen hat ja wesentlich mehr Chrom und auch ein bisschen mehr Metallteile. Das ist richtig erstaunlich. Und die japanische Figur sieht einfach hübscher aus. Kannst ja auch mal, wenn du ein Vergleichsbild hast, auch nochmal einfügen, ne? Ja. Sehen kann, den wir bekommen haben und in Amerika und die Japaner dann, ne? Ja, da kann man nochmal so ein kleines Ich-erklär-was-Video hinten ranhängen. So, dann haben wir hier Skyhopper. Genau. Na, also wie gesagt,
ist jetzt hier auch nicht komplett. Die Teile sind in den Tüten drin. Mhm. Also was nicht dabei war, was mir der Verkäufer auch gesagt hatte, war hier dieses Teil. Aber das habe ich noch in meinem Fundus gehabt. Ne? Können wir hier natürlich schön hinzufügen. Ich glaube, den baut man hier unten an, ne? Oder hier oben. Ja, genau, da oben. Unten, unter dem Rotor ist der Nipse. Ja, ich habe gefunden. Ja, hätte ich auch noch in meinem Fundus gehabt. Ja. Ja, eine MicroMaster Base, die wirklich klasse ist. Das MicroMaster Konzept finde ich sowieso richtig genial. Da hätte man noch viel mehr rausholen können. Ja, ich muss auch sagen, die MicroMaster, da bin ich auch ziemlich gut dabei. Also da fehlt mir, glaube ich, auch nicht so viel. Also ich fand das Konzept eigentlich wirklich klasse. Und nachdem ich wirklich eine Mini-Rodimus-Figur, die nur in Japan erschienen ist, gesehen habe, habe ich gedacht, warum hat man nicht die klassischen Figuren, die wir alle kennen, in dieser Mini-Form auf eine Art umgesetzt? Das ist ja sehr simpel. Man hätte das Konzept anstatt mit dem Action Master damit weiterführen können und du hättest wesentlich mehr aufbauen können. Denn ich glaube, Overload gibt es ja diesen kleinen Truck mit dem Anhänger. Der sieht ja wirklich aus wie Prime, wenn er sich verwandelt, finde ich. Also man kann das wirklich machen. Ja, auch ein schönes Ding, ja. Genau. Ich gucke gerade mal so in meine Ecke da hinten. MicroMaster habe ich wirklich einiges da, ne? Ja, ich müsste meine mal alle hinstellen. Ich habe noch ein paar ausgewählte auch hingestellt. Ja. So. Aber das können wir ja mal zu einem anderen Thema machen. MicroMaster. Können wir gern machen, ja. So. Oh, warte. Also wenn ich das so wühlen höre, das klingt, als ob ich gerade in meiner alten Lego-Kiste wühle, weißt du? Dieses Ganze, wie früher als Kind. Ah, Getaway. Ja, der ist natürlich jetzt hier... Ja, das ist das Problem. Den in kompletten Weiß zu finden, ist echt schwer. Der erste bei einigen Sachen, die weißes Plastik haben, ne? Weiß ich, kannst du das sehen? Auch beim Mask hier, ne? Auch so ein Beispiel. Das blendet jetzt das Stiletto. Oder ja. Slingshot. Oder ja, genau. Oder hier. T-Bob. Aber trotzdem, alles dabei, ne? Die Waffe. Und auch Power Master. Ja. Power Master ist auch komplett. Beide Arme, beide Beine dran. Ja, Chrom. Ja. Chrom ist auch noch okay. Auch die Schraube, es sieht nicht verrostet aus. Das ist auch so eine Sache, dass die oftmals verrostet sind. Bei vielen Transformers ist auch so eine Krankheit geworden. Thema, was zu den Power Master? Warum haben die diesen kleinen... Ja, im Endeffekt ist das sozusagen die Weiterführung der Headmasters und Targetmasters, der kleinen Partner von Transformers-Figuren sozusagen Unterstützer, dass halt ein Mensch und eine Maschine kooperieren müssen. In dem Fall ist es so, dass sie wir haben es als Motormaster genannt. Das heißt, im Endeffekt, der Motor ist sozusagen die zentrale Verwandlungsstelle. Ohne den kann sich Getaway nicht verwandeln. Das heißt, ein Team-Up ist unendinglich. Also die müssen sich vereinen. Auch cool. Auch ein cooles Konzept. Also ich weiß da, den größten, den ich davon habe, ist der Overlord. Ja, der ist auch Hammer. War die letzte Figur, die ich mir zugelegt habe. Und auch erst vor, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich den durch Zufall in einem Lot gekriegt zu einem echten Schnapperpreis. Also ich muss nur noch mal die Sticker neu machen. Die sind total falsch aufgeklebt. War bei mir auch. Der war auch in einem Lot dabei. Der war nicht komplett. Und ich habe dann über, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder Jahr, habe ich mir die einzelnen Teile dann zusammengesucht. Ne? Habe auch mit dem Jörg, den du ja auch kennst aus der Transformers. Genau. Er hat mir ein paar Teile besorgt. Dann habe ich einen Aufruf in der Transformers-Gruppe gemacht. Da hat mir einer geschrieben, der hat mir dann einen von den Powermastern geschenkt. Das war auch richtig krass. Also ich kannte den nicht und der hatte gesagt, hier kannst du haben. Dankeschön. Und ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Bitteschön. Ja, das sind die Transformers-Fans unter sich. Ne? Die unterstützen sich auch irgendwo. Na, das ist eine richtig schöne Sache. Wahnsinn. Ja, ich hatte Glück, dass meiner wirklich vollständig war, auch wenn er nicht gesagt hat, dass der ist vollständig, weil er dachte, er ist nicht, aber er war doch. Aufkleber, wie gesagt, komplett falsch, aber nur eine Kanone, da war die Halterung abgebrochen. Die habe ich nochmal nachgekriegt und im Endeffekt ist er jetzt bei mir vollständig. Auch wenn man nicht alles von den Teilen hinstellt. Ja, ja, ich habe ihn als Roboterform stehen quasi. Bei mir, wahrscheinlich wird man es im Video später nicht sehen, das steht bei mir da beim Fenster, wo ich jetzt meinen Finger hinzeige. Ja.
neben Tidal Wave. Tidal Wave ist der Flugzeugträger aus Transformers Armada. Und okay. Das ist auch eine der größten Figuren, die mit von Transformers sind. Abgesehen noch von Metroplex und Fortress Maximus. Fortress Maximus, ja, genau. Das, ne? Ja. So, ja, dann kommen wir auch schon. Gucken wir uns noch den Inhalt der Tüte an, ne? Weil da sind ja natürlich auch noch ein paar klasse Sachen dabei. Ja. Ja, gut. Einmal die Anbauteile noch für den. Vom Powermaster Optimus Prime. Genau, auch nicht gebrochen hier, sonst brechen ja hier auch gerne die Stellen hier ab, ne? Die Verbindung. Ja, genau. Das, was ich bei dem Teil für meinen gemacht habe, ich habe mir so einen kleinen so einen kleinen Etikettenaufkleber genommen. Direkt vorne, wenn du das Cockpit anguckst, gibt es so eine Fläche wie, als ob da ein Schaltpult ist. Dann habe ich mir einen kleinen Etikettenaufkleber draufgeklebt und selbst gemalt, so ein kleines Schaltpult und angemalt. Und auch dann so, der Rotor. Genau. Skyper, komplett. Das ist ja auch so eine Krankheit bei vielen Hubschrauber-Transformers oder auch Gobot-Hubschraubern, dass die Rotoren und Heckrotoren abbrechen. Das ist leider so eine Krankheit mit diesem Ganzen. Auch die Micromaster, zwei Hubschrauber mit ihren Rotoren, sind ganz schwer zu finden dadurch. Komplett. Der Rotor. Skyhopper, ne? Aber, Ne. Die Waffe von Powermaster Prime. Ja, auch Wahnsinn, was die bei eBay kosten. Ja. Die einzeln kaufen müssen. Bist du bei 30 Euro für zwei Stück, ne? Das ist Wahnsinn, was manche Transformers-Waffen kosten. Also, das Problem ist ja wirklich auch, dass wir hier in Deutschland nicht den Fundus haben, den Amerika oder England hat, wo dadurch die Preise eigentlich günstiger für Zubehör sind, wenn man direkt vor Ort gucken würde, auch auf Messen. Ja. Weil die einfach mehr hatten. Ja. Ich kann aber jetzt nicht für Belgien oder Frankreich reden, da war ich noch nicht. Belgien hat auch eine ganze Menge Veröffentlichungen und auch viel mehr im Toy-Bereich als Deutschland. Deutschland, da braucht man nur gucken, was Ed in seinen Videos zeigt. Also, ja. Wahnsinn. Also kann man jedes Mal nur staunen. Ne? Ja, deswegen bin ich auch auf die Toyplosion gespannt, wenn da ein paar Händler sind, die nicht aus Deutschland kommen, was die für Preise aufrufen oder auch an Zubehör dabei haben. Ja. Also genau. Da bin ich echt gespannt. 26.8. ne? Toyplosion. Und ganz dann sehen genau. Wir uns beide auch persönlich. Na, da könnt ihr mit uns quatschen und auch mit dem einen oder anderen YouTuber noch. Auch die Spielzeugjäger sind da, ne? Sind auch direkt bei uns. Sie sitzen auch direkt neben uns. Ganz genau. Und Ed sitzt genau gegenüber von uns. Ja, wird eine lustige Runde, denke ich mal. Ja. So, dann haben wir. Auch ein geilen. Der sieht aus wie der Halo, finde ich gerade, wie der Master Chief, wenn man genau guckt. Grün, der Helm. Ich gucke jetzt mal gerade, wer das ist. Das ist Treadshot. Das ist eine Figur, die jetzt nicht auf irgendeiner G1 Transformers Figur basiert, sondern eine neue Figur. Deswegen sind die auch ein bisschen mehr die Figuren, die von vielen gesammelt werden, weil das eben halt neue Figuren sind. So, dann da gehört ja wahrscheinlich auch natürlich Zubehör noch zu, ne? Und Figuren habe ich hier. Einige zum Beispiel. Das ist. Warte mal, ist da ein Flügel weg? Ja, ich guck gerade, ob der. Ja, ist da. Hier ist der Flügel. Das ist super. Das müsste der doch sein von Soundwave. Wingsing heißt das Viech. Also, das waren sozusagen ja die Transformers-Elemente. Ja. Die sie so ein bisschen bei dem Action Master-Konzept gelassen haben, dass sie so kleine Mini-Fahrzeuge hatten, die sie sozusagen ja umbauen konnten zur Waffe oder entsprechend als Gefährt. Ja, perfekt. Haben wir da auch schon mal einen Haken dran. Soundwave müsste ja auch irgendwo dazwischen liegen, wenn ich mich recht entsinne. So. Auch ein cooles Rhinoceros. Ja, aber der sollte eigentlich nochmal lila sein, ne? Aber der ist schon so von der Sonne. Ja, der ist wirklich gebleicht. Sieht mehr gräulich aus, so, ne? Ja, krass. Ich guck gerade, das Rhinoceros, zu wem gehört das Teil? Jetzt muss ich mal gucken, das Rhinoceros. Wo ist das denn? Das Rhinoceros.
Ach da, das gehört zu Skyfall. Hat nichts mit James Bond zu tun, aber zu Skyfall. Und Top Heavy heißt das Titel. Top Heavy, ja stimmt, genau. Ich finde, du kennst auch den Pretender. Ah, da haben wir ihn. Und die Waffe sieht auch nicht mehr, ist auf jeden Fall passend gefärbt. Ja. Ja. Auch, auch ist schon mal komplett. Vor allen Dingen ist das auch eine Figur, die es nicht als G1-Figur gab und sozusagen eine eigene, ja, eigener Charakter für die Action Master war. So, hier haben wir nochmal die zweite Waffe für Optimus Prime, damit ist der auch komplett. Ja, Wahnsinn. So, und ich habe auch hier einmal Soundwave. Ja. Der sieht wirklich klasse aus. Ja. Ich finde, der ist auch wirklich klasse getroffen. Deswegen habe ich ihn auch als einzigen damals wirklich in den 90ern gekauft. Ja, und der ist auch schön fest noch von den Gelenken her. Boah, das ist schön. Also ich hab selber welche in meiner Sammlung, also musst du wirklich gucken, wie du die hinstellst. Ne? Die klappen sofort zusammen. Also. Das kann daran liegen, ich habe ja auch mal gesehen, ein Reparaturvideo über diese Action Master, dass der Gummiring im Innern gebrochen ist oder aufgelöst hat, was ja ein Zeichen der Zeit ist. Ja gut, das hast du ja auch bei den He-Man-Figuren, ne? Dass die Beingummis porös wird nach 40 Jahren und dann fallen die Beine einfach ab, selbst im Blister. Ne? Also da kannst du einen schönen Blister haben und dann liegen die Beine da drin, ne? Also ich habe sogar einen Blister von einem GoBot aus den 80er Jahren, wo der Blister selbst angefangen hat zu bröckeln. Ja. Das ist einfach eine Sache. Kannst du machen, was du willst. Da kannst du auch gegradet haben, der fängt auch an da drin. Und die Krankheit erfasst ja auch beim Grading gerade viele G.I. Joe-Figuren von damals, die im Blister dann zusammenfallen, weil der Gummiring sich aufgelöst hat. So, hast du auch ein tolles gegradetes Teil. Wie ein Glass-Safe. Starscream. Auch mit Waffe? Auch top. Das ist ja auch so eine Sache, was ich oftmals, wenn ich zum Beispiel Figuren kaufe, dass ich sage, bitte nimmt die Waffen aus den Händen. Ja, weil es sonst wieder abbricht, ne? Aber ich habe leider ein Octane gehabt, wo dann der Knauf abgebrochen ist, weil das drin gesteckt hat. Und da war leider nicht gepolstert. Das ist dann immer auch so eine Sache. Ja, haben wir hier auch Glück. Das war ja auch einfach nur hier in dieser Tüte reingeschmissen. Mhm. So, ja. Aber sonst, Beine sind fest, dafür aber der Arm hier so ein bisschen, ne? Ja. Ich habe in meiner Konvolt-Kiste auch noch eine Figur, wo sich die Beine ständig lösen. Weil sie irgendwie halten nicht mehr. Ich muss sagen, bei die Figur, da hätte man ihm noch so extra Flügel an den Rücken packen können, zusätzlich. Weil er hat ja immer als Actionfigur früher diese Flügel auf dem Rücken gehabt. Und ich finde, das hätte man so ranstecken können da gerne. Ja gut, die Möglichkeit hätte man ja hiermit irgendwie verbinden können, ne? Ja, genau. Was ja auch gedacht ist für ihre extra Teile, wenn sie sozusagen die Jetpack dabei haben oder wie bei Inferno, so eine Löscheinheit. Ja. Also, das finde ich schade, weil im Endeffekt sind ja diese Flügel sozusagen ja markant bei ihm. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was von dem Skyhopper gefunden. Ja. Das musst du einmal schneiden, bitte. Ach. Da blende ich was anderes ein, Toyplosion-Bild. Ja, cool. Das ist ja der Micromaster. Genau. Und das Interessante bei diesen Micromaster, die ja immer bei diesen Stationen dabei sind, die sind auch regulär erschienen in den Sets, aber mit einer anderen Farbe. Und zusätzlich haben die ja noch neue, zusätzliche Aufkleber bekommen. Wie jetzt ein cooles Decepticon-Logo. Das fand ich so richtig cool. Und hier sind die Aufkleber auch noch sehr schön. Also ja, nicht bespielt, ne? Hat sich nichts gelöst, ne, richtig. Ja. Das sieht auch richtig schön aus. Aber ist bei Transformer auch da ein bisschen was recycelt wird, ne, was Mattel ja auch ganz gern mal macht. Ja, das haben die ja viel gemacht. Meistens sind sogar, das witzigerweise, einige Autobots dann Decepticons geworden, gerade bei diesen Stationen oder so. Ja, okay. Aber ein tolles Konzept auf jeden Fall. Das fand ich von diesen Micromastern auch großartig. Und die wollten das ja auch jetzt, haben sie das ja neu rausgebracht gehabt vor einiger Zeit mit den Neuveröffentlichungen der Transformers-Figuren. Da haben sie ja auch diese Stationen, aber die waren reine Transformer rausgebracht. Ein paar Micromaster auch wieder, die sich dann halt zusätzlich noch als Waffe verwandeln konnten für die anderen Figuren. Die versuchten das so ein bisschen zu kombinieren. Ist aber nicht so angekommen. Naja, was soll's. Schade denn, ne? Ja. So, was trinken. Was ist denn dein Lieblingstransformer?
mein absoluter Lieblingstransformer, habe ich sogar hier noch auf dem Regal stehen. Sekunde. Warum auch immer, ein Stück meiner Kindheit. Astro Train. Ah, das ist auch cool. Ja, den habe ich noch gar nicht zum Beispiel. Ja, das ist auch wirklich meiner aus der Kindheit. Den habe ich von meinem Nachbarn aus England mitgebracht bekommen. Ah, das ist auch cool. Ja, hast du wenigstens eine schöne Geschichte dazu, ne? Ja, hat auch einen Flügel war abgebrochen, den habe ich dann rangeklippt. Das kann man aber trotzdem wieder verwandeln. Das ist so wirklich eine Halterung gewesen. Sieht man auch nicht. Merkt nur, ist ein bisschen eingestaubt. Hat aber leider auch seine Sonnenverfärbung gekriegt. Mhm. Und der kommt noch kurz vor Soundwave, weil Soundwave, finde ich, ist sonst auch einer der absoluten Figuren. Das Konzept ist einfach auch mit den Kassetten unbezahlbar. Das kannst du nicht kopieren. Bis heute kriegen sie es nicht hin zu kopieren. Ja, das ist wirklich interessant. Ja, den habe ich, glaube ich, nicht in meiner Sammlung. Aber weiß nicht, müsste ich nochmal gucken. Kein Soundwave? Nee, ich glaube nicht. Ich muss sagen, Soundwave habe ich... Okay, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe ihn dreimal in der Sammlung. Zweimal aber nicht vollständig und einmal in dieser japanischen Collection. Es gab so eine Collection-Box, aber da muss ich gucken, weil ich habe da auch Soundblaster drin. Hm. Soundblaster ist ja die japanische Version, die, wo er schwarz ist und ein größeres Case hat, dass du zwei Kassetten gleichzeitig tragen konntest. Auch nicht schlecht, ja. Kannst du mal ein Bild einblenden, dann, wenn du... Ich versuche es. Nein, das kriege ich schon hin. Gut, machen wir weiter. Wir haben ja was anderes zu zeigen. So, und das freut mich ja. Wir haben ja so vorab auch gesagt, ich packe ein bisschen was anderes nachher rein quasi und ich darf mir da ein bisschen was rausnehmen, ne? Du sollst deine Sammlung füllen, das ist dein Ziel gewesen. Nichts, das ja. Würde mich enttäuschen. Ja. So, da haben wir nämlich einen, der mir noch fehlt und das ist auch ein Europa-Exklusiver, ne? Genau, das ist... Auch mal geguckt, Bombshell with Needler ist das. Und wo wir da gerade sind. Geiles Stück. Das Original. Ah, sehr cool. Ja, den habe ich auch zum Beispiel noch gar nicht. Aber schön umgesetzt, ne? Ja. Auch richtig gut hier. Also gerade diese Käfer. Und was ich jetzt hier nicht bei habe, ist die Waffe. Die Waffe, die er trägt, ist auch sehr dem Original von G1 angelehnt. Also da kann man auch so sagen. Und der hier, guck das mal an. Richtig schön fest. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, gut, Beine sind ein bisschen, ne? Aber jetzt nicht so extrem wie bei anderen, ne? Nee, das stimmt. Schönes Stück. Also der gefällt mir richtig gut. Ja, wie gesagt, sollen alle in deiner Sammlung, was wäre schwachsinnig, die wegzugeben, nur weil man, und dann ärgert man sich hinterher, dass man sie nie wieder so kriegt. Ja. Naja, weil ich habe da mal geguckt, so ein bisschen bei eBay auch, ne, vorab mich auch mal ein bisschen informiert und einige findest du gar nicht oder sind vielleicht ein-, zweimal verkauft worden, wenn überhaupt, ne? Ja, ein Tipp für Transformers-Sammler, die gerne mal ins Ausland gehen, gerade nach Amerika dann auch eine Convention besuchen, nimmt Europa-Exklusive mit und nimmt die als Tauschmaterial. Die Dinger werden da hoch gehandelt. Weil Amerika sie nicht hatte und die richtigen Transformers-Fans sammeln sie ganz gerne. Und da zählen auch eine ganze Menge Powermaster dazu. Nicht, wie Dreadwing, Darkwing zum Beispiel, die beiden sind nie erschienen in Amerika. Auch interessant, ja. Hm. Die haben doch beide in der Sammlung. Genau. Ja. So, aber jetzt zeig mal weiter Action Master. Ja, und auch einer, der mir noch fehlt. Ja, das Fahrzeug sieht geil aus. Das habe ich so noch nicht gesehen. Meistens sieht man auch nur die Figuren und die Fahrzeuge oder die also als Teile zu ihnen selten. Ja, auch komplett. Genau. Ich habe den auch schon aufgerufen. Ja, Power Flash ist auch eine exklusive Europa-Figur halt, ne? Ja, und den habe ich zum Beispiel bei eBay gar nicht gefunden. Nicht? Der war nicht bei den Verkauften und auch nicht zum Sofortkauf drin, ne? Auch die Waffe dabei. Ach, klasse. Also, da bin ich auch mega happy drüber, ne? Du bist ja nicht so der Action-Master-Freund, ne? Nee, weil ich war, das ist so, da, das ist bei mir so die, ich weiß es nicht, für mich sind das mehr so kleine Figuren zum Hinstellen, aber ich hab, ja, es liegt vielleicht daran, dass ich wirklich mit Transformers gespielt habe und damit weniger anfangen konnte. Ich hatte ein paar, ich habe mich auch schon von ein paar getrennt,
Aber wie gesagt, so ein paar habe ich immer noch. Den aktuellsten, den ich bei mir noch stehen habe, ist er hier. Banzai-Tron. Hm, genau, hatten wir schon drüber gesprochen, ja. Ist zum Beispiel jetzt einer, der mir noch fehlt, ne? Ja. Ich sag ja gerade, wenn er mich verlässt irgendwann, bist du der Erste, der es erfährt. Noch steht er hier im Regal. Das ist sehr cool, ja. So, ein paar Sachen habe ich hier noch. Du könntest auch mal so ein Fahrzeug von den, also Beifahrzeug, so ein kleines mal transformieren. Dass man mal sieht, wie sich das verändert. Das ist ja nicht nur einfach ein Gimmick, sondern das hat ja noch eine zweite Funktion. Ja. So. Ja, auch eine geile Figur. Ja, auch wieder Europa-exklusiv. Ja, das ist Take Off mit Screech. Genau, mit Screech, ja. So, zack. So, jetzt habe ich den mal verwandelt. Genau, und in dem Fall ist es jetzt ein Jet, ein kleines Tier, ne? Ja. Und teilweise können die auch auf dem Rücken gesteckt werden, so als Backpack. Also sie haben sich ein bisschen was dabei gedacht. Nicht wie jede Figur geht das, aber beim einigen. Wer hat das jetzt nicht? Mhm. Aber auch mit Waffe komplett, ne? Ja. Auch richtig cool. Das sieht gut aus. Ja. Auch schon gefreut, als ich den gesehen hatte. Mhm. Vor allem das Grau ist auch noch gut, wie ich das sehe. Ich habe ja von dem Verkäufer vor 2 Jahren auch schon mal einen bekommen. Den muss ich mal holen. Ja, mach. So, ich blende wieder kurz das Toyplosion ein. ...26.08.2023 in Castrop-Rauxel. 1800 Quadratmeter Händler, viele berühmte YouTuber und einfach ein Sammlertreffen ohne Ende. Allein, wer auch da nichts findet, aber gerne Sammler trifft oder überhaupt mal Sachen der Kindheit sehen möchte, ist genau auf der Toyplosion richtig. Also darauf freue ich mich am meisten. Und dass es auch manchmal einen Weg bedeutet. Also ich fahre auch fast 500 Kilometer dahin. Aber das macht man ja auch nicht so häufig. Ist ja nicht jede Woche. Die Toyplosion ist jetzt einmal im Jahr, gibt's die geplant. Und für so ein Event, da kann man auch schon ein bisschen was auf sich nehmen. So. Da kommst du auch schon. Ja. So, und zwar, er ist halt ein bisschen vom Zustand schon ziemlich wackelig, aber Farben sehen gut aus. Das ist Trax, auch Europa exklusiv. Und das, glaube ich, wo ich mal geguckt hatte, lag der schon komplett, meine, um die 100 Euro. Da liegst du gut, du kannst sogar teurer, glaube ich, weil das ist eine der beliebtesten Sammelfiguren, wer Action Master sammelt. Ja. Da fehlt leider natürlich hier der Aufkleber drauf, ne? Und noch sein Begleiter quasi. Ja, aber gut. Ja. Aber trotzdem bin ich schon mal froh, den zu haben, ne? Ja, allein die Figur zu haben, ist schon selten. So, und dann habe ich jetzt nochmal auf dem Weg meinen ersten Transformer, den ich bekommen habe, hat der gute Nico. Auf dem Flohmarkt gefunden, ohne Zubehör. Es war im Prinzip eigentlich nur das Shell. Und zwar guten Bludgeon. Bludgeon, ja. Auch eine Figur, die wahnsinnig teuer geworden ist. Ja. Unheimlich beliebt. Ich habe sie bisher fast gar nicht. Ich habe nur den Panzer ohne Kanone. Und auch da ist es schwer, die Kanone meistens zu finden. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass bei denen halt diese kleinen Waffen extrem teuer sind, ne? Ich glaube, das letzte Mal, wo ich jetzt geguckt habe, lag der komplett, meine ich, so bei 250, 300 Euro grobe Richtung, ne? Ja, wie gesagt, eine absolut beliebte Figur. Ich erinnere mich, in den Marvel-Comics, davon haben wir leider im Deutschen nie alle gehabt, hat er sogar zeitweise die Anführerrolle von Megatron übernommen, weil er so beliebt war. Ja, aber sehr cool. Aber ja.
Ich wusste am Anfang erst gar nicht, ich bin erst spät mit Transformers jetzt eingestiegen, ne? Deswegen habe ich jetzt nicht so das Wissen, was du hast, natürlich von mehreren Jahren. Ich habe es als Kind mal grob bei RTL so geguckt, da lief das ja mal, ne? Samstags morgens oder sonntags morgens, und dann habe ich danach mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Erst als Beast Wars, glaube ich, mal auf RTL 2 gezeigt wurde, habe ich mal wieder geguckt, und das war es dann eigentlich auch, ne? So, und dann hatte Nico den gefunden, und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, fühlt sich nach ganz billigem Plastik an, ne? Weil der ist ja jetzt nicht so besonders, ne? Dadurch, dass der ja hohl ist. Ja. So, und dann habe ich gedacht, naja, cool. Ist ein Skelett, ja? Skelette sind meistens cool. So, und ja, und dann habe ich dann irgendwann mal ein bisschen nachrecherchiert und halt daraus, dann von Marco, glaube ich, der hatte dann gesagt, dass es halt ein Transformer ist, ne? So, und dann fing es halt an, dass ich dann anfing, dann mir ein paar Transformers in die Sammlung zu stellen auch, ne? Ja, also beginnt eine Sammlung, und die ist ja recht umfangreich, ne? Du kannst ja nachher nochmal ein, zwei Bilder mir nachher schicken, damit ich die jetzt einblende von deiner Sammlung, die ja schön in der Vitrine steht, im Gegensatz zu mir, die ja mehr auf dem Regal sozusagen stehen. Aber Transformers, ja, bei mir ist es gewesen, ich habe es ja 1985 direkt im Fernsehen erstmals gesehen. Was viele sich nicht vorstellen können, da waren gerade die Anfänge von RTL und Sat.1 als erste öffentlichen Rechtlichen. Pro7 gab es noch gar nicht und auch kein RTL 2. Und die haben eigentlich noch gar nicht so richtig Serien gezeigt. Aber mit dem, dass diese Sender gekommen sind, haben wir auch britische Sender, UK-Sender gebracht. Und es gab da Sky Channel. Sky Channel war am Anfang noch frei empfangbar. Und Sky Channel hatte am Wochenende besonders immer die Sendung Fun Factory. Die begann um 7 Uhr oder 6 Uhr morgens bis 12, also 6 Stunden lang. Und nonstop Cartoons. Da gab es dann He-Man, Inspector Gadget, Jason and the Weird Warriors. Ja, auch cool. Gab es uns auch nicht. Dann diese Wrestling-Serie von mit WWF gab es ja auch so eine Serie dabei. Was hatten die noch alles? Also auf jeden Fall ganz, ganz viele Serien. Und die letzte war immer Transformers. So, und irgendwann gab es die auch nachmittags, gab es dann auch manchmal am Samstagnachmittag eine Folge noch auf dem Sender, und ich war als junge Roboter verwandeln weg. So, das Problem war, es gab die Figuren ja hier nicht richtig. Und naja, gut, und die wurden leicht eingeführt, weil die Einführung ist halt nicht komplett so gewesen, wie es in den 90ern, da wo richtig beworben wurde. Es war so klang und heimlich. Also gab es am Anfang erstmal keine Figuren. Und die allererste Figur habe ich kurz darauf auf dem Flohmarkt gefunden. Und zwar ein kleines Kassettentape, und zwar Frenzy. Ein Soundwave-Tape. Ja, den habe ich immer noch. Und damit fing es an. Und dann hatte ich mir ein paar GoBots gekauft. GoBots hießen bei uns Machine Robot. Oder Robo-Machines hießen die, Robo-Machines. Und Diaclone gab es dann. Weil Transformers Lizenz, die sind noch nicht schnell genug gewesen, da hat Takara selbst ihre eigene Sache rausgebracht. Und die Figuren, die in der zweiten Wave gebracht wurden, hatten sie Lizenz, und somit wurden Transformers-Figuren rausgebracht, auch mit Transformers-Logo, die aber noch nicht von Hasbro lizenziert wurden. Das ist ein bisschen kompliziert, das ganze Thema. Ja, und so hatte ich dann die ersten Figuren. Und da sind auch Figuren in Deutschland erschienen, die wirklich selten sind von Diaclone, ne? Die, wie so zum Beispiel auch eine zweite Waffe, wie Megatron gibt es ja noch eine zweite Waffe, die in Deutschland sogar erschienen ist und so weiter. Oder die haben auch andere Fahrzeuge bei Diaclone rausgebracht. Ich habe hier eins stehen, das ist jetzt hier so ein Raupenfahrzeug. Okay, das, auch. Weil man darf nicht vergessen, das Original Transformers Diaclone Konzept war mit kleinen Figuren. Das waren Piloten. Das war ein Pilotensystem. Und wenn man sich die alten G1 Transformers anguckt, wie jetzt auch schon beim Insektikern, die haben hier ein Cockpit. Ach, kann man da sehen. Da ist ja. Und auch Optimus Prime, man denkt den klassischen, dass da zwei Fäuste, weil die raus abzunehmen sind, reingestellt werden. Nix da, das sind eigentlich zwei Piloten, Das waren so kleine Figuren, ähnlich den Power Masters und so weiter, ein ganzes System. Haben sie wahrscheinlich mal auch weggenommen, weil man die verschlucken könnte, ne? Ich glaube, dadurch, dass das Transformers-Konzept schon durch war in Planung, haben die das ganz und gar in Europa weggelassen, die kleinen Diaclone-Figuren. Okay, aber du findest halt noch Reste dran. Ja. Ach, cooles Konzept gewesen. Naja, und das war, fing bei mir an. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Ein paar Figuren gehabt, aber es war überschaubar, denn 1990 fing bei uns das erst mit RTL 2 richtig an, und dann kam eine richtige Welle. Ja.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, RTL 2 hat auch viel gezeigt, ne? Mhm. So, bisschen was habe ich noch und dann haben wir eigentlich alles gezeigt, was in unserem Lot dabei war. Ja. Aber die Waffe hier? Das müsste bei Starscream dabei sein, ne? Zu dem Turbojet, glaube ich, war das da. Gut möglich, ja. Wie gesagt, ich baue das nachher alles zusammen und dann mache ich nochmal ein Gesamtbild, ne? Ja, genau, mach mal. Dann habe ich die Waffe noch. Ja, das ist Skyhopper. So viel weiß ich noch. Zeig mal in die Mitte, mit dem her, ja. Das müsste ich gucken, welche Waffe das ist, zu wem. Eine kleine Waffe. Müsste aber auf jeden Fall von einem Action Master gehören. Ja, ich bin am gucken. Genau, die gehört zu Threadshot. Das ist ja der graue gewesen. Ja, und dann habe ich die beiden noch. Ja. Der gehört zu Threadshot, das ist der Catgut. Und die Figur, jetzt gucke ich mal, das ist ja auch eine... Blau, wo ist der denn bei gewesen? Bei dem Auto, nee, das war Wheeljack. Der ist so grün, ne? Das ist Charger. Ne? Zeig noch mal ganz kurz. Nee, Charger ist grün. Gar nicht so einfach manchmal, wenn man so kleine Bilder hat. Ja, nee, das ist der Rumbler, der gehört zu dem Fahrzeug, das du hattest, das große. Wenn ich das richtig sehe. Mit dem jetzt. Dann. Genau. Genau, der gehört dazu. Vielleicht noch eine Waffe irgendwo damit zugehört, ne? Ich guck gerade, ich glaube nicht. Nein, der hat keine Waffe gehabt. Laut Transformers Land. Ja. Wo der man einen schönen Überblick hat. Also im Prinzip ist das auch fast komplett, mit Ausnahme hier von den hier vorne, ne? Ja, von den Morgensternen, ne? Ja. Kann man fast sagen. Ja, schade. Schade, schade. Aber trotzdem cool. Trotzdem ist das Fahrzeug in dem Zustand schon fast schwer zu finden. Also richtig teuer ist es, deswegen sind die auch sehr teuer. Diese vier Fahrzeuge, glaube ich, die es insgesamt gibt. Ja. Genau. Das Thundercracker gibt es da. Also so eine Art Jet-Teil, so ein Rennwagen. Und dann gibt es zwei solche so eine Vehicles im Endeffekt, die sehr ähnlich sind eigentlich. Da haben sie sich auch recycelt, wenn ich mir das genau angucke. Dieses, anstatt, der einzige Unterschied im Endeffekt, abgesehen von den Farben, ist da auch nur entweder Morgensterne oder so eine Art Bohrer. Ja, auch klasse. War dann eingesetzt, ne? Ja, genau. Und wenn man ihn dann verwandelt, das ist mehr so ein Kampfanzug wie wie der Powerloader bei Aliens, kann man fast sagen. Ja. Ich guck gerade ein bisschen, dann kann man hier noch hochklappen. Mhm. Das ist auch so ein Powerloader, weil im Prinzip, wenn du den stellst ja hochkant, eine Figur stellst du rein und hast du Greifarme. Ja, das ist wirklich so ein Powerloader von Aliens, wenn man genau guckt. Ja. Interessant, ist mir jetzt eben gar nicht so vorher bewusst gewesen. Ja. Aber sehr cool. Ja, eine sehr, sehr schöne Figur. Ja, der Karton ist leer. Das war schon. Das war schon. Was heißt, das war schon? Das ist schon sehr geil, was da drin war, oder? Ja, also, das ist Hammer. Exklusiven Figuren zu finden. War mir beim ersten Mal, wo ich die Bilder bekommen habe, nicht so bewusst, ne? Nee, das ist, man sieht nur ein Foto und man guckt dann, na, welche Figuren sind dabei. Ich meine, klar, du musst natürlich nochmal vergleichen, das Foto, weil man weiß ja nie, ob irgendwas nicht eingepackt wurde. Mhm. Aber kennen wir ja alle bei Lots. Entweder wird was ausgelassen. Ich habe auch schon gehabt, dass jemand doch noch ein Teil extra verkauft hat und vergessen hat, das zu sagen und was nicht alles. Aber es ist ein genialer Lot. Ne? Muss ich auch sagen, ja. Ja. Dann sind wir jetzt mit dem Unboxing, dem Doppel- oder Video-Unboxing fertig, ne? Kann man so sagen. Ja, dann werden wir hier uns jetzt verabschieden, sozusagen, ne? Gemeinsam Schicht, das Ganze. Und ja, danke ich dir, dass du mir es so gezeigt hast, ne? Gerne. Und ich danke dir, dass wir uns den Deal quasi geteilt haben. Ja, und ich freue mich, dass deine Sammlung gewachsen ist. Das macht mich eigentlich auch als Sammler mit Sammlerherz sozusagen ja auch glücklicher, weil man freut sich ja auch, wenn Kameraden, ja, dass deren Sammlung wächst, weil
man versteht es ja auch, wie schwer es ist, was zu finden und wie man es ergänzt. Und wenn man die Möglichkeit hat und das auch gemeinschaftlich, ja, so tauscht man sich aus. Ne? Ja, ja, genau. Dann, prima. Also sag, Leute. Nochmal? Ja, ich wollte nur sagen, also Leute, dann schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ne? Wir sehen uns und ihr kennt es. Unten ist, kommentieren, ne? Wir wollen ja auch, dass ihr mit uns dann redet, damit wir nochmal ein extra Video machen, vielleicht live und Fragen beantworten. Gerne. Ne? Liken und teilen und was nicht alles macht. Ihr wisst schon, was ihr da unten macht. Also von meiner Seite tschüss und du hast das letzte Wort. Ja, ich sage nochmal vielen Dank und wir sehen uns auf der Toyplosion oder in unseren nächsten Videos bei Martin Carter Production und beim Bürgermeister. Ganz genau. Ciao. Tschüss.